Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Freundinnen und Freunde des Stadtgeschichtlichen Museums, es ist wieder Mittwoch und wir melden uns mit einer neuen Folge von Museum Digital. Mittlerweile sind wir wieder für das Publikum geöffnet und freuen uns sehr, wenn Sie uns auch in unseren Ausstellungsräumen besuchen. Dennoch möchten wir weiterhin über besondere Bereiche und Räume unserer Arbeit berichten. Heute melden wir uns aus unserem Schaudepot, ein Raum hinter den Kulissen, wo ein großer Teil unserer Objekte verwahrt wird, auch ein bisschen präsentiert wird. Und heute soll es um eine ganz besondere Art und Weise der Beschäftigung mit den Objekten gehen, nämlich die sogenannte Provenienzforschung. Museen sind natürlich immer damit befasst, mehr über ihre Dinge herauszubekommen, aber das ist ein Bereich, der in den letzten Jahren doch stärkere Bedeutung und auch Beachtung bekommen hat. Und ich freue mich sehr, dass heute Lina Frubrich an unserer Seite ist. Sie ist bei uns Provenienzforscherin, eine Stelle, die wir dank einer Projektförderung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg einrichten konnten. Und ich würde zunächst mal fragen, was ist überhaupt Provenienzforschung? Ja, hallo auch von meiner Seite. Provenienzforschung ist natürlich ein sehr sperriger Begriff erst einmal und leitet sich eigentlich von diesem lateinischen Wort provenire ab. Also es steckt schon im Wort eben herkommen. Wir beschäftigen uns hier eben mit der Herkunft der Objekte oder wie es beispielsweise hier eines Gemäldes, eben woher kommen diese Bilder überhaupt und wie sind sie überhaupt in unser Museum gelangt. Das ist vielleicht ganz verkürzt die Beschreibung für die Provenienzforschung. Herkunft heißt ja hier vor allem auch Vorbesitz, ne? Also es geht quasi um die Rekonstruktion des Besitzgangs, aber mit ein paar speziellen Haken sozusagen. Genau, also weil wir eben im Rahmen dieser Projektförderung uns gezielt natürlich auf einen Bestand beschränken mussten und vor allem vor dem Kontext oder dem Entziehungskontext der NS-Zeit und haben eben entsprechend ist vielleicht auch mit NS-Raubgut zu tun. Das versuchen wir natürlich jetzt eben im Rahmen dieses Projektes herauszufinden. Ich kann vielleicht so viel sagen, also wir haben in dem Zeitraum von 1933 bis 1945 ungefähr hier im Haus 10.000 Erwerbungen. Das hört sich erstmal viel an. Das liegt aber auch daran, dass wir zum Beispiel ein ganz großes Konvolut an Fotografien damals in der Zeit erhalten haben. Das waren so um die 4.000, 5.000 Stück. Das treibt die Zahl natürlich entsprechend nach oben. Und das ist unter anderem ein Schwerpunkt, wo es natürlich viel erworben wurde. Aber wir beschäftigen uns jetzt hier im konkreten Fall mit dem Sammlungsbereich Kunst und Kunsthandwerk. Und dort haben wir ungefähr 1.500 Erwerbungen gehabt. Und für dieses Projekt, da wir in diesen zwei Jahren des Projektes eben nicht 1.500 Objekte untersuchen können im Detail, haben wir es beschränkt auf die Gemälde. Das sind ungefähr 40 Gemälde, die in dem Zeitraum erworben wurden. Auf die Plastiken, das sind um die 20 und dann nochmal auf die Aquarelle und Zeichnung, sodass wir auf ungefähr 300 Kunstgegenstände kommen, die wir in dem Zeitraum jetzt untersuchen werden. Das heißt, man denkt ja oft, dass Provenienzforschung eben auch mit verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut, dass das eher etwas für die großen Kultur- und Kunstmuseen und für die Galerien ist und oft auch für ethnologische Museen, das ist aber nicht der Fall. Also auch ein ganz normales stadtgeschichtliches Museum mit einer sozusagen Breitensammlung kann da betroffen sein. Genau, also man muss sagen, dass wir einen kleinen Verdachtsmoment eben schon hatten, was auch den Anlass gab, dann eben diesen Projektantrag im Prinzip zu schreiben. Dadurch, dass wir bei einer sogenannten Judenauktion 1941 sieben Grafiken und zwei Fotografien erworben haben von einer Leipziger Familie und wo es ganz klar ist, dass dort NS-verfolgungsbedingt etwas entzogen wurde. Und das gab eben den Anlass dazu, einfach jetzt mal systematisch vorzugehen, in diesem Sammlungsbereich den Start im Prinzip zu machen, weil wir sehen natürlich auch hier im Hintergrund, wir haben hübsche Uhren, Silber, Fotoapparate beispielsweise. Mhm. Das sind natürlich Dinge, die auch in diesem Zeitraum eventuell erworben wurden und die es natürlich auch eventuell in der Zukunft dann auch mal gelten könnte zu untersuchen. Aber wir haben uns erstmal mit dem, dem Bereich der Kunst jetzt langsam herangewagt und versuchen jetzt im Moment dort erstmalig eben für dieses Haus ein bisschen umfassender die Dinge zu erforschen. Gegebenenfalls muss man dann eben sehen, wo es dann hinführen kann. Genau, das wäre nochmal meine Frage. Was ist eigentlich das Ziel? Was würde am Ende eines solchen Forschungsvorgangs stehen? Ja, also für uns jetzt im konkreten Fall haben wir uns natürlich überlegt, dass wir
im Rahmen einer kleinen Publikation natürlich unsere Forschungsergebnisse veröffentlichen wollen. Wir haben jetzt schon die Möglichkeit, über unsere Online-Datenbank auch die Provenienzen verkürzt, in dem Sinne schon mal aufzuzeigen, also dass man dort auch also diese Provenienzen eben die Erwerbungsketten im Prinzip oder die Besitzerwechsel im Prinzip aufzeigt, sodass auch jeder das jederzeit in unserer Online-Datenbank im Prinzip schon einsehen kann. Und natürlich für die Zukunft ist natürlich, wenn man es jetzt noch weiter fassen möchte, auch dann die Frage, in welche Bereiche man vielleicht dann noch gehen mag und wo man eventuell weiterhin auch Verdachtsmomente hat. Also es genau, das Thema wäre dann quasi, so viel wie möglich zu wissen, um dann eine Basis zu haben, zu überlegen, wie man mit solchen Beständen umgeht. Genau. Es kann ja mal um eine Restitution gehen, genau. Es kann auch um eine andere Form einer fairen und gerechten Lösung gehen. Also es ist praktisch der Versuch, zur Wahl vorzudringen und von da aus Wege zu finden, sozusagen das irgendwann einmal eingetretene Unrecht, das begangene Unrecht, in einer Weise noch zu heilen, wie es vielleicht heute noch möglich ist. Genau. Aber vielleicht gehen wir mal in Ihre Werkstatt und Sie zeigen uns mal, wie Sie da vorgehen. Also gut, klar, bei der Provenienzforschung ist natürlich auch die Schauseite immer interessant, aber wir müssen ja gestehen, meistens gucken wir uns ja doch eher mal die Rückseiten an, weil es dann entsprechend für uns natürlich... Das machen wir jetzt mal hier, genau. Genau. Wechseln mal das Bild. So. Ah ja. Genau, also weil eben die Rückseiten hin und wieder doch einiges offenbaren, womit wir dann ganz gut arbeiten können oder Ansatzpunkte finden, um weitere Recherchen zu machen. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel eben hier unsere ganz neu vergebene Inventarnummer des Hauses beispielsweise. Also darüber kann man dann schon mal sagen, okay, das ist unsere eigene Nummer, damit muss ich mich jetzt nicht in dem Sinne weiter beschäftigen. Das sieht man jetzt natürlich sehr schlecht, hier ist auf Dänisch ein Titel vergeben worden. Mhm. Da würde man sich natürlich in dem Moment schon fragen, wieso Dänisch? Ja. Wo war das Werk zwischendurch? Ist ja ein Leipziger Bild, ne? Genau, es war ein Leipziger Motiv. Kann ich ja hinterher nochmal kurz sagen. Und hier ist dann auch quasi schon eine persönliche Widmung für jemanden vergeben worden. J. Lemming zur Erinnerung. Genau, und dann ist es abgekürzt von dem Künstler eben Helmut Weißenborn, März 1939. Also wir wissen, dass dieses Werk, jetzt müssen wir natürlich eigentlich vorne natürlich auch nach der Signatur zuerst gucken, das haben wir jetzt nicht. Haben wir schon mal gemacht? wissen also, dass es eigentlich 1934 entstanden ist und anscheinend 1939 an Herrn Lemming gegangen ist. Also somit haben wir hier schon einen Besitzerwechsel, also eine Provenienz von vielen. Mhm. Weil eine weitere Provenienz ist natürlich jetzt, dass es bei uns im Museum seit diesem Jahr eben ist, wie uns die Inventarnummer jetzt im Moment verrät. Und zeichnet sich da schon was ab? Ist das ein problematisches Bild oder ist das... Also man muss sagen, für den Zeitraum 33 bis 45 sind natürlich erstmal generell kritische Momente vielleicht im Hinterkopf, aber man prüft natürlich dann über den Künstlernamen beispielsweise, ob er emigrieren musste, ob er irgendwie verfolgungsbedingt eben fliehen musste. Und man muss bei dem Künstler sagen, er musste emigrieren, weil seine Frau Jüdin war, aber wir haben es schon geprüft, es ist hier relativ Und er ist dann nach Dänemark emigriert und da hoffentlich noch weiter rausgekommen. Ne? Weil ist dann noch nach England im Prinzip gekommen und daher vielleicht eben auch diese dänische Signatur. Und also darüber ergeben sich einfach die nächsten Schritte im Prinzip für eine Recherche über unsere museumseigenen Akten, also so ein kleines Archiv, was wir im Prinzip hier haben, unsere Rapportbücher. Darüber kann man dann ganz viel schon mal über die Kunstwerke erfahren. Das heißt, es geht nicht allein nur um die Provenienzgeschichte, sondern es entsteht ganz viel an Beziehungsgeflecht rund um den Kunsthandel, rund um Zeitgeschichte. Genau. Also es ist eigentlich ein ganz, ganz spannendes Gebiet im Grunde auch. Also was mir persönlich eben auch immer viel Spaß macht, dass man unheimlich viel über die Biografien erfährt und eigentlich auch ein bisschen natürlich die Schicksale, die hinter diesen Kunstwerken auch stehen. Und das finde ich ist immer sehr spannend und das ist auch irgendwas, was ich gerne demnächst auch gerne mal an die Öffentlichkeit im Prinzip gerne weitergeben würde, weil es ist nicht nur ein Bild und klar, eine Darstellung ist zu sehen, aber auch die Personen, die dahinter standen, sind auch immer wieder sehr interessant. Bevor wir Sie wieder an Ihre Arbeit lassen, noch eine Frage, wie geht es denn weiter mit der Provenienzforschung? Jetzt, das Projekt wird abgeschlossen, hoffentlich können wir es
verlängern und weitere Arbeit leisten. Wie geht's? Was sind denn neue Entwicklungen in der Provenienzforschung? Also natürlich vor allem für uns hier im Haus ist natürlich auch die SBZ, also diese sowjetische Besatzungszeit im Prinzip natürlich und die DDR-Zeit sehr relevant. Also dort hat auch ein interessanter Kunsthandel immer stattgefunden, auch die Museen waren dort sehr involviert und entsprechend kann man dort auch sagen, dass wir dort auch einige Verdachtsfälle schon haben. Also das ist mir bewusst schon bisher und das wäre auf jeden Fall ein Anknüpfungspunkt, um auch diesen Zeitraum dann zukünftig weiterhin zu untersuchen und ja, dort eventuell interessante Geschichten rund um unsere Sammlung dann auch wieder zu entdecken und zu erfahren. Also ein durchaus schmerzlicher Vorgang zum Teil auch, der natürlich auch manchmal in berührende Begegnungen etwa mit Nachkommen mündet. Ein Teil unserer Museumsarbeit, den wir uns stellen müssen und den wir uns auch stellen wollen. Das vielleicht mal als kleiner Einblick hier aus unserem Depot. Demnächst melden wir uns wieder mit einem ganz anderen Thema. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch für Ihre Freude an diesem nicht einfachen, aber ganz, ganz wichtigen Thema. Dankeschön.